Moin Moin und willkommen zurück. Weitere Folge Battle Chasers Night War für die Switch. Wir haben jetzt gerest. Letzte Folge haben wir Bargos und wir haben auch die Zwillinge, das Roboter-Zwilling-Duo besiegt. Jetzt versuchen wir es mal hier unser Glück. Das ist die Moore und wir suchen nämlich immer noch. Ich suche jetzt gerade nach dem Gegner von einer meiner Komplizen hier, würde ich sagen. Und zwar ist er in eine Falle gegangen, als er zur Zwingburg wollte. Den suchen wir jetzt. Belege, was wir den als erstes machen sollten, damit wir oben bei der Jägerin wieder etwas abgeben können, damit wir vielleicht dafür eine schöne Belohnung bekommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier ist. Ich weiß es allerdings nicht. Das heißt, wir testen es einfach mal. Wir sind gerade auf dem Rückweg. Ein dickicht Ruinen. Ab und zu sind hier so ein paar schleichen so Bugs ein. Jetzt zum Beispiel konnte ich gerade eben ganz lange nicht auf der Weltkarte die einzelnen Sachen einsammeln oder aufsammeln. Das ist total schwierig gewesen. Was nervt total. Kann ich rein? Seltsame. Hey da, Bralek. Wie du immer sagst, der Schlüssel für berufliche Sicherheit besteht darin, ein paar sehr wichtige Teile zu verlieren. Merigan wird mich lieben, wenn dieses wieder auftaucht. Dann werde ich ein Held sein. Wir sehen uns, du Lutscher. Leckern. Okay. Da, du wurdest von Jason den... Da bin ich den. Ganz schön. Heldenmodus. Okay, das müssen wir finden, damit wir da reinkommen wahrscheinlich. Finden. Das sieht nicht gut aus. Nein, wirklich nicht. Wir sollten besser nicht näher rangehen. Das ist irgendwas Großes auf der anderen Seite dieser Barrikade. Und offenbar spürt es, dass wir hier sind. Und in diesem Gebiet gibt es eigentümliche Energie. Die kommt mir bekannt vor. Wird er wahrscheinlich sein, da drin. Durchforst mal kurz hier unsere Seite, ob hier noch was aufzusammeln ist. Was? Ja, bereiten wir uns darauf vor. Gegessen haben wir. Dann nochmal. Rein. Oh! Da ist der Roboter, gegen den wir kämpfen sollen. Okay. Keine Ahnung, wir es schaffen. Der sieht auf jeden Fall monströs aus und hat wahrscheinlich auch fette Wummen. Aber wir kommen, glaube ich, nicht drum rum. Machen wir erstmal was Normales. Ganz gut rein, aber der wird noch bessere Sachen haben. Das sieht nicht aus. Gerade hat er mich rausgeholt. Nee, aber er wird uns gleich noch ordentlich einheizen. Okay. Das ist natürlich uncool. Das heißt, da muss auf jeden Fall erstmal Leben rein, bevor sie mich gleich auspustet. Zu wenig. Ja, einfach mal geben jetzt. Bringt zwar nicht viel, glaube ich, aber sie lebt dann dafür noch. Räuchern, Liebesbombe. Fügt und zu und gibt Verstoren, wodurch die rote Mücke nicht mehr als Ziel von einzelnen Fähigkeiten sein kann. Das machen wir einfach mal. Müsste ihr jetzt ein bisschen Leben geben, leider. Auch nichts mehr. Jetzt wird's eng. Sterben 2, 3. Komm nicht. Okay, er hat gar nicht mehr so viel Leben. Kann ich hier noch was machen? Machen wir auch schnell. Okay,
uns hier auf jeden Fall wieder ein bisschen dabei. Folgen können wir ihm garantiert nicht. Ah, verdammte Axt. Das ist eng. Alter, wie oft kann er schießen? Schwanzlutscher. Wird aber schon leben wieder. Und Crit sogar nicht schlecht. Volles Leben, aber ich glaube, jetzt stirbt definitiv unser Typ unten. Das fällt ja nicht aus. Oh, haben wir Glück gehabt. Ich versuche es vergessen. Oder 50, dann können wir noch erstmal. Sehr gut. Eine uralte Waffe getötet. So. Das war Calibrettos Plan, also Calibrettos Gegner, den wir hätten finden müssen. Haben wir geschafft. Oh, guck mal. Oh, das ist fast. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ender? Ja, das war's. Mehr kann man hier nicht machen. Also, haben wir es geschafft. Halten wir uns mal kurz ein bisschen, ich würde gleich hier die Maschine laufen. Was das war? Ah, das war dumm. Haben wir es gefunden hier? Jetzt die Frage, ob das Zahnrad hier irgendwo ist. Oder ob es... Ist auch ganz gut versteckt, wie man sieht. Liegt hier einfach mal so ein Pfeil drauf. Das sollte, aber. Naja, gut, wenn das das Zahnrad ist, dann können wir direkt rein und die Kiste holen. Weiß ich so. Jups. Ah, falsches Zahnrad. Ja, okay, wäre auch so einfach gewesen. Aber findet man ein anderes Zahnrad hier? Weiß es nicht. Hier definitiv ja nicht. Drüben vielleicht. Da irgendwie hin. So hin, glaube ich. Mal kurz. Mal interessant. Irgendwo muss man ja hinkommen. Kann sie keinen Sinn machen. Oh, ach, guck mal, jetzt haben wir wieder ein seltsames Zahnrad gefunden. Das ist das hier. Der war ein gewöhnliches Zahnrad. Guck mal, könnte es natürlich gewesen sein. Yes! So, wenn hier jetzt nicht was super geiles drin ist, dann kotze ich. Okay, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Keine Ahnung. Jadering der Erdmutter. Für viele gar nicht so schlecht. Ja, nicht dabei. Gut. Gut, aber haben wir schon wieder ein paar Sachen zusammengesammelt. Wenn man vielleicht nochmal eine zweite Runde mit einem B-Team macht, machen wir jetzt aber nicht. Ich baue kein zweites Team auf. Wenn man das... Gut. Jetzt werden wir nochmal zur... Jägerin zurückreisen, aber jetzt den letzten ja besiegt haben.
Müssen wir noch mal gucken. Der letzte. Der wurde auf dem Weg in eine Falle gelockt. Das ist dieses andere Ding, was wir da gesammelt haben. Womit wir größer werden konnten. Womit wir sozusagen die dritte Superkraft bekommen für Calibretto. Ich weiß nicht, wo hier die Falle von ihm sein kann. Die gucken wir gleich mal, ob wir die finden. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Kämpfe machen hier oder so. Kommen wir nicht drum rum. Aber ich würde ganz gerne wissen, wo dieser... Wir bluten ihn hier ja schon. So, wollen wir uns einmal kurz läutern hier? Schon gut. Also, tut mir weh. Das ist immer Schmerzen sind. Bereitet mir keine Freude. Ich glaube schon, aber guck mal, alle waren aufgestiegen. Das ist doch nicht schlecht. Da sammeln wir schon recht viele Teile. Das heißt, wir können bestimmt nachher mal wieder ein paar fette Waffen. So, seht ihr das? Es blinkt immer so ein bisschen ab. Ich kann nichts dagegen tun. Mal Kamera zurücksetzen. Mal ganz oft drücken, damit es irgendwie funktioniert. Das nervt schon sehr. Lass noch ein. Das könnte die Falle sein da hinten. Hier durchgehen. Also weiß ich nicht. Jetzt ist es nochmal. Als giftigen Viecher. Oh nein, ich hoffe, da geht nicht rum und schießt. Alter Schwede, das war ein kritischer Schlag, das war wirklich ein kritischer. Auch ein Crit. So. Typisch. Bin ich verloren, meine ich. Gut. Weiß nicht, ob hier irgendwas ist. Ich hätte gedacht, dass ich jetzt was ist. Na gut, dann muss er irgendwo hier den Weg zur Burg Zwingburg an eine Falle gelaufen sein. So, hier kann es ja nicht. Oh nein, ich wollte das Lager nicht suchen. Jetzt durchsuchen wir kurz das Lager. Sammeln alle Lager zieht im Bereich Sarg. Pendium angezeigt.
Haben wir schon was gesammelt von sagen? Ich weiß nicht. Sonderbares Lager. Ich glaub, oh, was gibt denn? Hier waren wir schon, das war natürlich doof. Dadurch erspart man sich ja eigentlich auch Leidenschaft. So, raus hier. Statt Selbstzeichen hat man das hier einfach mal in so ein Filter reingesetzt. Das Ziel. Einfach einen Filter rüber geklatscht. Zeichen aussieht. Kann man machen. So. Komm schon. Wir haben nicht so viel Zeit, Leute. Wir haben nicht so viel Zeit. Was reißen. Okay, gehen wir mal rein hier. Ich will jetzt diese blöde Falle da finden, wo er reingelaufen ist. Ruckelt, seht ihr, dass es ruckelt? Das liegt jetzt nicht daran, dass was Besonderes ist hier, dass er irgendwelche hohen Auslastungen hat. Nervt einfach nur, aber man kann es nicht ändern. Es durchforsten hier einmal. Den irgendwo. Na komm. Schnell gehen. Tschüss. Kack der Fehler raus. Luftschiff. Hier links. Ist die Falle ja da oben drin in dieser Höhle? Ich weiß es nicht. Alles durch Forsten hier. Iopine. Ich nur hoffe, dass das Luftschiff uns jetzt gleich nicht angreift. Da habe ich jetzt irgendwie so Bock drauf, gegen ein Luftschiff eigentlich noch zu kämpfen. Nur in diese Höhle da rein. Gehen wir mal rein. Ich musste ja schnell drücken. Ich wollte es gerne lesen, aber ich habe schnell gedrückt, damit das Luftschiff uns nicht angreift. Was genau ist hier drin erwartet, weiß ich auch nicht. Dungeon auf Höhe. Stimmt. Schiffswrack, Erkundungsbord. Okay, das könnte natürlich sein, dass das ist, was ich erwarte. Heriger. Ballade.
Lass euch frosten lassen. Ups. Beide Schuss. Spiel. Kampftanz-Vorspiel. Vorspiel. Okay. Cool. Noch. Ah. Okay, jetzt muss er noch, muss er jetzt ein Refrain, Vorspiel, muss er auch ein Hauptstück geben, also ein Mittelstück. Auch nochmal finden, das muss hier wahrscheinlich auch irgendwo rumliegen. Leuchtturmschatz, ein Mehlstroh. Okay. Und Beine am Strand gefunden. Also mehr Stücke können wir ja gerade nicht spielen. Das heißt, es muss hier noch irgendwas geben. Wir durchforsten das einmal. Ich hoffe mal. Noch ein Stück hier. Kann es ja nicht gewesen sein. Jetzt dachte ich, dass man noch ein, irgendwie was anderes noch fällt. Kann mir nicht vorstellen, dass das gewesen ist. Wäre ja schon sehr komisch gewesen. Jede einzelne Ecke durch hier. Das war's anscheinend. Hier gab's nur diese beiden Sachen. Keine Gegner und nichts. Doch arg. Ja. Auf jeden Fall noch ein Gegner hier irgendwo. Behaupte ich mal. Eigentlich. Okay. Ja, können wir nichts machen. Hier gibt's nicht mehr zu sehen. Können wir da rausgehen. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, erstmal tschüss.